Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Ich habe heute mal wieder ein Lego-Set für euch mitgebracht, und zwar die Lego Technik 42147, den Kipplaster. Es ist so ein kleines, süßes 10-Euro-Set, über das wir schon so oft gesprochen haben von Lego. Eben jene, diese 10-Euro-Sets, die in letzter Zeit immer die sichere Bank von Lego Technik waren, wo man nichts falsch machen konnte und die für diesen relativ geringen Preis viel geboten haben. Ob das auch 2023 so weitergeht, schauen wir uns heute anhand dieses kleinen Kipplasters an. Die Verpackung ist so, wie wir das auch von diesen kleinen Lego-Technik-Sets sowieso schon gewohnt sind. Und auf der Rückseite sehen wir nochmal das B-Modell. Das B-Modell ist so eine Art Bagger. Der ist aber leider nur über eine alternative Online-Anleitung baubar. Die ist nicht in gedruckter Form dabei. Ich muss ehrlich gestehen, zumindest auf den ersten Blick, das Bild gefällt mir jetzt sowieso nicht so wirklich. Aber ich denke, mit so einem kleinen Kipplaster kann man auf jeden Fall viel anfangen. Dementsprechend mache ich die Box jetzt auf und wir schauen uns zusammen die Anleitung und die Teiletüten an. Für so eine kleine Packung sieht es im Inneren leider doch sehr luftig aus. Aber das ist eben bei diesen kleinen Technik-Sets eine Standardverpackungsgröße. Wir haben hier die Teiletüten, über die Qualität reden wir wie immer, wenn es soweit ist. Dann haben wir zwei kleine Anleitungen. Ja, kein Scherz. Wir haben wirklich bei diesem kleinen Technik-Set zwei Anleitungen. Wieso das hier zwei Anleitungen sind, ich kann es euch wirklich nicht sagen. Wir haben keine Bauschrittunterteilung und um bei der zweiten Anleitung die ersten Bauschritte durchzuführen, braucht man auch schon das Gebaute aus der ersten Anleitung. Das heißt, man kann jetzt nicht die eine Anleitung Kind 1 und die andere Anleitung Kind 2 geben und beide bauen parallel und dann wird es zusammengesteckt. Was bei so einem kleinen Set eh nicht den größten Sinn machen würde. Also sind hier eigentlich zwei Anleitungen meiner Meinung nach völlig obsolet. Wer und warum hier jemand auf die Idee gekommen ist, dass es zwei Anleitungen sein müssen, ich kann es euch wirklich nicht sagen. Auf jeden Fall sind aber beide Anleitungen klammergebunden, in dem neuen Lego Standard Anleitungsdesign gehalten. Und in der ersten Anleitung haben wir 47 Seiten und 48 Bauschritte. In der zweiten Anleitung dann nochmal 52 Seiten und es geht hier bis zum 90. Bauschritt. Und in der zweiten Anleitung haben wir auch die Teileliste. Wen das Ganze interessiert, der kann das Video gerne anhalten, um es sich nochmal genauer anzuschauen. Ebenfalls findet man in den Anleitungen diesen Stickerbogen hier. Es hält sich in Grenzen und es ist auch bei einem kleinen Lego-Technik-Spielset in Ordnung, wenn Sticker drin sind. Wie immer gilt, gedruckt wäre natürlich trotzdem cooler. Ich bin auf jeden Fall jetzt schon mal sehr gespannt auf den Bau. Ich denke, da wird es jetzt keine überwältigenden Bautechniken oder große Probleme geben. Dementsprechend denke ich, ich baue es jetzt gleich mal zu Ende und wir sehen uns gleich mit dem fertigen Kipplaster wieder. Und damit ist ja auch schon fertig unser kleiner Kipplaster. Der Bau dauert ungefähr 15 bis 20 Minuten. Wenn man ein gemütlicher Bauer ist oder es vielleicht mit seinen Kindern zusammenbaut, reden wir hier maximal über 45 Minuten. Das reicht für so ein kleines 10-Euro-Set völlig aus. Die Anleitung befreit einen auf jeden Fall komplett vom Nachdenken, die ist kinderleicht und auch so ist das in Ordnung bei so einem kleinen Spielset. Es gibt auf jeden Fall überhaupt keine Fragen noch irgendwelche Probleme mit der Anleitung. Die Teilequalität ist gut. Gut, sage ich, gut. Eigentlich sollte man aber bei Lego von hervorragend reden. Das war zumindest mal der Anspruch von Lego. Den haben sie hier aber leider nicht eingehalten. Die Liftarme sind teilweise sehr matt, kaum glänzend, so kenne ich das gar nicht von Lego. Wir haben mal wieder extreme Angusspunkte an den Teilen. Die Farbtreue im Gelb zwischen normalem Stein und Liftarm könnte auf jeden Fall besser sein. Und wir haben teilweise ganz merkwürdige Dellen in den Liftarm, die ich auch so extrem von Lego nicht kenne. Also hier wäre qualitätsmäßig meiner Meinung nach auf jeden Fall wieder großer Aufholbedarf von Lego. Von der Verbaubarkeit sind die Teile natürlich trotzdem top. An Funktion haben wir bei so einem kleinen Set natürlich das Fahren mit der Lenkung und der Hand-of-God-Steuerung. Die Lenkung funktioniert auch wirklich sehr, sehr gut dafür, dass sie einfach gebaut ist. Der Wendekreis ist völlig in Ordnung und damit hat man beim Herumflitzen auf jeden Fall viel Spaß. Dann haben wir hier unten noch ein Zahnrad für die Kippfunktion. Da können wir einmal den Kipplaster abkippen lassen. Der hält auch in der oberen Stellung fest, das ist sehr gut. Und wir können ihn natürlich wieder fahrbereit machen.
Was ich auch noch gut finde, ist, dass die Ladefläche wirklich größtenteils zu ist. Wir haben natürlich ein paar kleine Pin-Aufnahmenlöcher, aber wenn wir dort mal einmal ein Steinchen reinlegen oder irgendetwas anderes zum Transportieren, dann hält sich das auf jeden Fall hier hinten und rieselt nicht durch irgendwelche Löcher durch. Aber ich habe an dem Set auch einen etwas größeren Kritikpunkt und einen etwas kleineren Kritikpunkt. Der kleinere Kritikpunkt ist, dass es nur vom Gefühl hier vorn alles etwas instabil und ein bisschen sehr wobbelig ist. Da ist keine wirkliche Verwindungssteifigkeit drin, sondern mit jeder Berührung kann man das hier sehr stark verwinden und muss es dann wieder in die richtige Position bringen, dass es gut aussieht. Das gefällt mir persönlich nicht so gut. Es fällt auch beim Spielen auf jeden Fall nichts ab. Und der etwas größere Kritikpunkt, den ich habe, sind die Reifen. Also solche Reifen, die gehören vielleicht auf ein Fahrrad oder ein kleines Motorrad oder Moped drauf, aber nicht auf ein Kipplaster. Also da haben wir gerade auch in vergangenen 10-Euro-Sets auf jeden Fall bessere, breitere und angebrachtere Reifen gesehen, als diese kleinen Dinger hier. Aber bis auf die zwei Punkte und den Punkt mit der Steinequalität ist das wieder ein sehr gutes 10-Euro-Set, mit dem man auf jeden Fall nichts falsch machen kann und mit dem man auch viel Spielspaß haben kann. Und darauf kommt es ja am Ende an. Es ist meines Erachtens keines der stärksten 10-Euro-Sets. Dafür sind einfach die Vorgänger verhältnismäßig sehr, sehr gut gewesen. Dieses Set ist deshalb aber keinesfalls schlecht und auch einen Kauf wert. Und gerade natürlich für einen Spielwert, für eine kleine Lego-Technik-Baustelle, die man vielleicht hat, ist das richtig, richtig cool. Und man kann es auch mit anderen 10-Euro-Sets gut ergänzen. Dementsprechend gibt es von mir für dieses Set auch wieder eine Kaufempfehlung. Obwohl es an der einen oder anderen Stelle durchaus, wie gesagt, Verbesserungspotenzial geben würde. Wenn ihr natürlich dieses Set selber besitzt, dann schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Würde mich wie immer sehr interessieren. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Euer Valleybrick.